Letztes Mal in Persona 5 Royal. Also ich muss ja sagen, ja, Makoto finde ich von Proportionen her sehr gut gelungen. Das ist mir jetzt mal wieder so aufgefallen. Ahn ist mir fast ein bisschen zu dünn gemacht. An Makoto ist noch ein bisschen was dran. Das sieht echt gut aus. Muss man ja mal loben fürs Charakterdesign. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir es weiter in Futabas Palast geschafft und hatten ein paar sexy Showtime-Einlagen in unseren Bikinis und Badekleidungen. Und alles für Futaba. Und weil das so ist, müssen wir jetzt demnächst versuchen, in der Realität in ihr Zimmer einzudringen. Ansonsten öffnet sich nämlich die letzte Tür in ihrem Palast nicht. Das wird vermutlich nicht ganz so einfach. Werden wir mal sehen, wie wir das anstellen. Zuerst haben wir jetzt aber mal eine IM. Ja, okay. Infiltrationsroute sicher. Wir haben eine Route zum Schatz gesichert. Hast du dich entschieden, was die Prangekarte angeht? Versammeln wir uns, wenn du sie senden willst. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Wobei, wir müssten mal gucken, ob was anderes Lohnenswertes jetzt los ist in der Stadt. Schauen wir uns doch mal um. Achso, ne, ich würde erstmal gern zur Station. Es scheint aber nirgendwo. Nö, wir kommen nirgendwo mit Social Links weiter aktuell, wie es aussieht. Wollen wir das gleich hinten dranhängen? Kommt, dann machen wir ein bisschen Story und dann hängen wir das hinten dran. Dann versuchen wir das jetzt mal. When are we gonna charge into Futaba's room? There's no point thinking it over now. Well, I got the calling card, so let me know when you decide. This is different from past cases. We'll be handing the calling card directly to Futaba herself. Ja, und das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Once we give it to her, we'll head straight into her palace. There won't be any time for prep work in between. So make sure you're ready beforehand. Ja, wir schicken sie. Hey! Ah, apropos nervig. Wir haben noch immer nicht alle Willensamen aus dem Palast. Ist das in Ordnung für dich? Wir können das erledigen, wenn wir den Schatz stehlen. Ist aber nicht ratsam, weil der Vorrang hat. Ich wüsste jetzt spontan auch nicht, wo sie sein sollen. Dementsprechend würde ich sagen, wir schicken die Prangerkarte. Wir können es ja dann nochmal kurz umgucken, aber ich glaube. Na, müssen wir mal schauen. Ma, bist du sicher, dass wir bereit sind? Sobald Futaba. Calling card, we'll need to head straight into her palace. Is that okay? Sorry, ich habe nicht gepeilt, dass da jetzt ein Dub dabei ist. Ja, ich weiß. Los geht's. Oh, so you're set on doing this? Ja. Looks like it's my turn to unlock the entrance. Forgive me, Chief. How will we convince Futaba to let us into her room, though? Even Boss is forbidden entry. Das ist die große Frage, die sich stellt. Das ist richtig. Seien wir ehrlich. Yes. That is the best course of action. You know a method? I think it's quite straightforward. Futaba doesn't know what we're doing inside her palace, correct? Hence, if we tell her we've come to steal her heart, she'll surely open the door and let us inside. Na, ob es so einfach wird, weiß ich auch nicht. Wir sollten ihr die Sache aber trotzdem ehrlich erklären, finde ich. Wait, that's it? Futaba wants to have a change of heart. After all, she contacted us for that express purpose. That desire should lead her to open the door as well. You're right. Hoffen wir es. Our feelings should get through if we just try and talk to her. All right, I believe in Futaba. Come on, let's get this done. Tja, schauen wir mal, ob das wirklich so einfach wird. An eyeball? What's this? What? Hat sie die App? Oh nein, bitte sag mir nicht. Oh Scheiße. Sie wird doch nicht etwa in ihren eigenen Palast gehen. Huh. When did it get on here?
Oh shit. Hello? Who are you? I am the other you. Is this some kind of hallucination? It's different from usual. How long will you continue blaming yourself and shutting yourself away from the world? Blaming myself for what? For your mother's death. Don't you think it's time you grasp the truth of that moment? What happened before your eyes? What happened to your mother? The truth. Why did you choose to rely on the Phantom Thieves? That's... Are you simply going to shut yourself in and do nothing? Are you going to avert your eyes from the true answer? If so, I will kill them in your world. What should I do? Oh je, das ist nicht gut. We're sorry for sneaking in so many times, boss. Okay, hoffentlich erwischt er uns nicht. Das geht sonst in die Hose. There's no mistaking it. This is the same door as in the palace. Ja, allerdings. Nur ein bisschen kleiner. Hello, Futaba. You're there, aren't you? Please, answer us. I doubt she'd answer. Alibaba, we know you're there. It doesn't matter if it's through chat messaging, just answer us. Du hättest mir sagen sollen, dass du herkommst. In order to steal your heart, we need you to open this door. We can't change your heart otherwise. Please let us in. Ich bin mental nicht darauf vorbereitet. Mach dich bereit. Das kommt so plötzlich. The other you within your heart told us to have you open it. Deep down, you want to open this door, don't you? Das andere ich in mir. Right. We're trying to uphold our promise, but you're the one resisting us. Gib mir etwas Zeit. 10 seconds. Das ist aber wenig, Makoto. Das ist zu wenig. Wenigstens ein paar Minuten, bitte. Fine, but if Boss comes home, we'll kick down the door and enter if we must. Die geht aber ab. What's up, Alibaba? Okay, ich öffne sie jetzt. We need to change her cognition. Better to be completely safe than sorry. So she has to be the one to invite us in. Futaba, please open the door. All right, let's go in. Okay, was erwartet uns jetzt? What is this? Ja. Ein ziemliches Chaos. okay. Medical science, information technology, biology, psychology. Wait, these are all technical books. She keeps herself cooped up in a room like this all the time? Where's Futaba? Could she be hiding? Links in dem Schrank? The closet? She'll shut herself in to the bitter end, hm? Even if that door's opened up, we'll get stopped again inside. I bet a fence or something formed right in front of the treasure now. This makes no sense! Explain yourselves! Okay, zumindest redet sie mit uns. Wow, she talked! We needed to change your cognition. Unless we do so, we can't steal your heart. I highly doubt she would understand it, even if we explained it to her. So basically, my cognition is being a hindrance, keeping you away from the core of my cognitive world? Ich glaube, sie hat's verstanden. Huh? She understood it?
Ja, offensichtlich. Hey, die Kurze schließt sich ein, die ist aber nicht blöd. Why do you know about that? Who are you? Why'd you call yourself Alibaba and make things more complicated? If you wanted help, you could have just asked for it. Because I was embarrassed. Aww. Huh? Oh, my bad. I didn't catch that. Because I was embarrassed. I think I get it. Asking someone for help isn't that easy. Futaba, can you tell us more? How do you know about the cognitive world? Ja, Ahn hat ja was Ähnliches durch, ne? Because I knew about it. Oh, that reminds me. Boss was talking about cognition or something before, right? You think this is related to how he was getting grilled by that one lady? Perhaps her mother was researching this cognitive science that was mentioned? Oh, kann das sein? Cognitive science with a PSI in front. Less science, more supernatural. That's important. What? Psychognistik mit einem Psi davor. Was? Weniger wissenschaftlich, mehr übernatürlich. Das ist wichtig. Was? Alter, Futaba! Well, that certainly got her attention. It seems we're on the right track. So, cognitive science. Futaba, what was your mother working on? Please tell us. What happened? She's not answering. Yo, maybe save this for later? Seems she's been through some serious shit, so, you know. True. She did say things like, die. Hold on. Futaba-chan, did you really kill your mother? Ooh. Whoa, you moron! Wasn't her death an accident? What actually happened? Aber vielleicht ist es da tatsächlich der richtige Weg, ne? Maternity neurosis? Is that really true? Weil Futaba scheint ja allgemein auch sehr, sehr faktenorientiert zu agieren, ne? Ich meine, gerade durch die ganze Technologie und so weiter, ich meine, da geht's immer nur um harte Fakten irgendwie und ich glaube, das könnte vielleicht wirklich der richtige Weg sein, den Ahn hier einschlägt. Ahn. We saw what your heart is like, but we still can't figure anything out. The mother that Boss told us about is completely different from your cognition. We want to hear the truth from your mouth. My mom was... The one who killed her was... It's possible that she can't remember because her heart has become distorted. I'm so sorry, Futaba-chan. It's just that I went through a lot myself, and I'm sorry. There! Now steal it! What? Futaba, du hast da was missverstanden. So einfach funktioniert's nun auch wieder nicht. What's gotten into you all of a sudden? Come on! Hurry it up! We did come to steal your heart, but it's not really done right here at this moment. All you really had to do was open that closet door. I'm sorry we made you jump to conclusions. You don't have to be like that. I see. What? Was? Nein! She went back in! Nope, auch Futaba. Wir tun dir nichts. What's the meaning of this? Did you guys trick me? Nein. No, please listen. There's a reason we had to do this. She's aware of the cognitive world, but it seems she doesn't understand how a change of heart occurs. Offensichtlich. Oh. Futaba, how much do you know about the cognitive world? I know that there's another world based on cognition, but I don't know how to get there.
Can you guys go there? You said you saw my heart earlier. Yes, that's right. How do you do it? We use a smartphone app. An app? Yes. By entering the required information, we can go to the cognitive world. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ihr das so auszubreiten. Nicht, dass das jetzt dazu führt, dass sie selber in ihren eigenen Palast geht. Weil die ist nicht blöd, die wird die Verbindung zu der App, die bei ihr aufgetaucht ist, natürlich aufbauen. A name, a place and a distortion. Those three. Das sind ein bisschen zu viele Details, Ryuji. So in this case, Futaba Sakura, Sojiro Sakura's house. Oh nein, sag's ihr doch nicht alles. Futaba, you don't happen to have this app, do you? I don't. Ja, genau. Thank goodness. Okay then. Can you take me with you too? Oh shit. Aber wäre es nicht besser, wenn wir sie mitnehmen, anstatt dass sie es alleine macht? Weil wenn sie es alleine macht, dann kriegen wir es gegebenenfalls gar nicht mit. So wäre es vielleicht besser, wenn wir dabei wären, oder? Was sollen wir tun? Why are you even asking? Of course she can't come with us. I'll leave it to you then. Good. And you better not forget about our promise, all right? Was ist jetzt mit der Calling Card? Oh yeah, almost forgot. The treasure's not gonna appear if we don't ever read this. Hm? A calling card? Yep, die ist notwendig. Ich wollte schon sagen, wir vergessen doch gerade was. It's the one you prepared. Read it. I can't read it. It's too dark. You could just come out. It's embarrassing. Wir haben dich gerade schon gesehen. Mädchen, ist nicht so schlimm, wir tun dir nichts. Keiner von uns beißt, zumindest nicht doll. Komm einfach raus. What? I'll make sure she reads it, so you guys go on ahead. Futaba, make sure you read it, okay? Okay. Ach, ist das niedlich. Oh. Let's see. Futaba Sakura has committed a great sin of drowning in sloth. Oh, okay. Thus, we will rob every last bit of those distorted desires. Hat aber wohl funktioniert. Oh, I'm going to die. Nein, tust du nicht. Good. Oh, das ist zu niedlich, hör auf. Mann. Kitty, you again? Oh, was ist denn mit dir? Bisschen Tsundere? Okay. Und schon sind wir zurück im Palast. Das ging ziemlich schnell, aber was anderes hatten wir ja nicht zu tun. Die Sicherheitsstufe im Palast ist so extrem, dass wir selbst hier draußen die Haare zu Berge stehen. Hä? Ah, Futaba wollte doch unbedingt, dass wir ihr Herz stehlen. Was ist da bloß los? Irgendwas an diesem Ort stimmt ganz und gar nicht. Wie auch immer, es gibt jetzt nur noch eine Sache zu tun. Nun, da wir die Karte geschickt haben. Yeah. Aber hallo! Egal, was sich uns in den Weg stellt, wir schnappen uns den Schatz auf jeden Fall. Na, hoffen wir's. Aber zuerst möchte ich mich nochmal kurz in den letzten paar Räumen nochmal umgucken, ob wir nicht irgendwas übersehen haben, weil uns fehlt ja immer noch so ein blöder Willenssamen, oder? Halt! Ich mach wieder Blödsinn. Nee, nicht Kammer der Zuflucht. Genau, ich möchte Durchgang Ende. Und bevor wir durch die Tür gehen, gehen wir mal gegenüber noch durch.
ob wir da irgendwas übersehen haben, aber mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Hier rennen auf jeden Fall noch Gegner rum. Na. Ah, gerade noch so gekriegt, ich habe mich voll verdrückt. Oh, okay. Wissen wir was über dich? Ja, Psycho. Na gut, okay. Was sonst noch? Okay, sie annulliert nur Segen. Dann können wir auf jeden Fall mit mittelschweren Magieangriffen was machen. Oh ja, sogar ganz ordentlich. Mittelschwerer, genau. Mal drauf hier. Und das war's. Ja, gut. Follow up. Ja, das kriegen wir hin. Mittelschwerer Eisschaden, ja. Und damit sind wir durch. Sehr schön. Was? Was ist denn nur los hier? Damn. Ja, genau. Heima Makoto. So, kannst du heilen? Nicht wirklich, ne? Dann Eisschaden. Ich dürfte aber heilen können. Und zwar mit... hier, Media. Für alle Verbündeten eine niedrige Menge. Und dann haben wir noch... Okay, also Media wäre... Kadenz. Ja, müssen wir den Weg gehen. Media, und zwar für alle. Wird Ahn gleich wieder ein bisschen fitter. Oh, Gott sei Dank. Gut. Halt, nee, nicht heilen, sondern Feuerschaden machen. Gut. Alles klar. Sind wir durch hier, nicht noch ein Follow-up. Das war jetzt aber auch drei. Was ist denn nur los hier, Alter? Einfach so aufgetaucht, ey. Oh. Das ist nicht unbedingt gut hier, was hier passiert. Mach Feuer. Und du, was haben wir hier? Halt. Für einen Verbündeten eine mittlere Menge. Ja, müssten wir eigentlich auf Ahn anwenden jetzt. Technical Hit, ja, sehr schön, danke. Gut. Och, was ist denn nur? Ey Leute, jetzt nervt's aber langsam. Nee, bitte mal auf mich. Das wird mir nämlich langsam zu eng hier. Gut. Meine Fresse. I appreciate it. Ich meine, wir kommen immer in einer Runde recht gut durch, aber naja, fast. Weich aus. Alter Schwede, was ist denn nur los hier? Rid ourselves of those nuisances.
Können wir hier vielleicht ein bisschen bedeckt durchgehen? Warte mal, da drüben ist doch noch eine Truhe. Und hier könnten wir durch. Ja, da ist noch eine Truhe, aber da war eine Falle bei der Truhe, soweit ich mich erinnere. Ja, die Falle ist auch immer noch da. Nee, dann bringt das nichts, dann gehen wir zurück. Das bringt uns so nicht weiter. Oder? Na, nicht wirklich, ne? Könnten höchstens... Naja, hier geht's nicht durch. Ja, nö. Das bringt uns alles nichts. Na, jetzt ist da wieder einer da. Focus. Kann ich den von fern angreifen, damit ich im Vorteil bin? Ja, klappt, klappt sehr schön. Sehr gut. Das heißt, wir können... Oh, wir können direkt ein Technical machen. Sehr schön. Wir haben doch einen mittelschweren, oder? Ja. Gut, das kriegen wir hin. Kommen bestimmt wieder Follow-ups. Nee, durch den Überfall offenbar nicht. Okay, sehr gut. Na, Level 35 für Ahn. Maragion ist mittelschwerer Feuerschaden bei allen Gegnern. Dann nehmen wir den leichten bei allen raus. Okay. Wow. Jetzt habe ich aber gerade noch so reagieren können, du. Ah, shit. Ja, wir heilen uns erstmal durch hier. Energieschauer, nee. Diorama. Ja, wir heilen uns erstmal durch, das nützt nichts. Er kann aber durchaus angreifen, ne? Er kann ja nicht heilen. Ich könnte aber auch hingehen und könnte einfach mal einen. Warte mal, gegen was bist du schwach? Psycho. Let's go. You can hit their weakness. Habe ich irgendwas mit einem mittleren Psi-Schaden? Ne, hier auch nur Psi. Doch, mittelschwerer, na klar. Sehr gut. Ja, All Out Attack, was soll's. Regenerieren können wir uns danach immer noch. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Mich heilen bitte. Das ist jetzt erstmal primär. Gut. Ansonsten heilen wir, heilen wir. Ja, wir heilen. Du kannst nicht heilen. Nichts. Und ich kann voll reinhämmern hier. Sehr gut. All out attack. Mann! Komm, Feuer. Ich will hier raus aus diesem Kampf, ey. Das war nicht die beste Idee. Gut. Mamudo.
Was kann denn das? Niedrige Chance auf Fluch Instakill, okay? Okay. Ah, so, jetzt aber raus hier. Let's go. Ist mir jetzt alles egal hier, raus hier. Gut, gehen wir nochmal in den Safe Room. Ja, jetzt beraten wir uns mal kurz und gucken mal, ob wir ein paar sinnvolle Items einsetzen können. Heilung. Nur an sicheren Orten verwendbar. Ja, bitte einmal für alle. Und nochmal mit Gegenständen heilen, bitte. Und zwar SP. 20% aller Verbündeten. Sehr schön. Gut, dass ich das habe. What are your thoughts? So, jetzt könnten wir weitermachen und das machen wir in der nächsten Folge. Da geht's dann in den Bosskampf gegen Futaba. Und da mache ich mir meinen Speicherstand und bis zu diesem Bosskampf wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt vor allem gesund, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!